Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Reiseepisode. Ich bin gerade angekommen auf den Seychellen, auf Mahé, und heute werde ich euch das Resort vorstellen, in dem ich bin, und zwar ist es das Constance Ephelia. Also herzlich willkommen in diesem wunderschönen Resort. Das Resort ist so riesig und hat so viele schöne Ecken zu bieten. Deswegen gibt es nicht nur eine Roomtour, sondern eine komplette Resort-Tour. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns gleich nach dem Intro. Tschaußen. Leute, ohne Spaß, der Trip beginnt schon wieder viel zu krass und viel zu gut. Ich wollte gerade einchecken, ich habe meine Roomcard gekriegt. Kommt der Hotelmanager, ich kann gar nicht mehr sprechen. Kommt der Hotelmanager zu mir und sagt so, du bist doch Patrick, ne? Ja, wir haben für dich ein Zimmer-Upgrade, und zwar bekommst du die Junior Suite. Und ich dachte mir so, what? Serious? Dann sagt er so, ja, wir haben deine YouTube-Videos gesehen und sowas und finden das richtig cool. Und deswegen bekommst du von uns die Junior Suite. Ich weiß nicht, ob das ein kleines Ding zum Einschleimen ist, aber ich nehme es gerne an. Und ohne Spaß, Leute, ohne euch hätte das gar nicht geklappt. Deswegen auch nochmal ein riesen Dankeschön an euren Support. Ja, und die Junior Suite, beziehungsweise mein privates Zimmer, Königreich, das zeige ich euch jetzt mal kurz. Jetzt gibt es eine kleine Roomtour. Also, ich habe mich gerade schon mal ein bisschen breit gemacht in der Junior Suite. Insgesamt sind hier 65 Quadratmeter Wohnfläche und unter anderem ein riesengroßes King-Size-Bett, was nicht gerade unbequem ist. Oh. Nach 10 Stunden Flug, Leute, kann man auch mal schön die Beine hochlegen. Geil. Aber wir haben ein bisschen was zu tun, deswegen wird später erst gechillt. Na Leute, das Badezimmer würde natürlich Stella abgrundtief abfeiern. Wir haben zwei Waschbecken und absolutes Highlight, sogar noch eine Badewanne. Und ich würde sagen, zumindest einmal muss ich die Badewanne voll machen. Das ist mein Motto. Immer wenn es eine Badewanne gibt, die so aussieht, muss das auf jeden Fall sein. Neben dem Badewannen-Highlight kann man hier auch noch einen botanischen Garten betrachten, der gerade so ein bisschen im Wachstum, glaube ich, ist. Also ich glaube, wenn ihr die Suite bucht, in 10 Jahren habt ihr auf jeden Fall einen schönen Mangrovenwald. Aber wenn man hier nach oben schaut, beim Duschen, kann man einfach die Palmenblätter sehen, und das ist doch einfach nur tropisches Feeling, was man sich doch vorstellt, wenn man auf den Seychellen landet. Und jetzt zeige ich euch nochmal meinen kleinen, aber feinen Terrassenbereich, den ich komplett nur für mich habe. Morgens hier so ein Käffchen, schön am Laptop Bilder bearbeiten, anschauen. Da vorne ist der Poolbereich, da gehen wir gleich nochmal hin. Leute, ist das der Urlaub auf Balkonien, von dem immer alle sprechen? Also das könnte ich mir auf jeden Fall als Balkonien gut vorstellen. Leute, fast hätte ich es vergessen. Und zwar, natürlich darf der Minibar-Check nicht fehlen. Achtung! Okay, was haben wir denn hier? Okay, ein bisschen Instant-Kaffee, ein bisschen Tee. Ich glaube, das werde ich definitiv nicht benutzen. Aber was gibt's denn hier Feines? Okay, der gute Rum.
Takamaka rum. Ich habe gehört, es gibt hier sogar eine Distillerie. Vielleicht fahren wir da ja nochmal hin. Und Seibrew. Ihr wisst, ich muss immer lokales Bier probieren. Ich glaube, das wird sich gleich mal gegönnt. Warum gleich? Prösterli, Leute. Ich muss sagen, Seibrew lässt sich auf jeden Fall ziemlich gut genießen. Aber abgesehen von dem Bier ist mein Highlight diese Pool Area, die sich einteilt für ungefähr 7 Blocks. Und das Geile ist, dass momentan absolut keiner hier ist, denn das Resort hat erst seit gestern offen, oder nee, seit heute offen, und ich bin einer der ersten Gäste. Und das ist doch einfach mal super traumhaft. Wie geil ist das bitte? Schon der Hammer, oder? Seid mal ehrlich. Überall Kokosnusspalmen, Sonne, Grün, Pool, der blau ist, und dann einfach nur 2 Sekunden laufen und schon ist man am Strand. Es gibt hier so viele Möglichkeiten, sich einfach hinzuchillen und hinzusetzen. Aber das Geilste ist auch immer einfach mal am Strand, oder? Am Strand mit so einem schönen Seibrew. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wartet mal. Ich muss kurz mal die Kamera switchen. Hallo? Someone wake me up. Wo sind wir denn hier gelandet? Wie schön ist bitte dieser Strandzugang? Kann mir das mal bitte jemand erklären, wie sowas möglich ist auf dem Planeten? Strand, Strand. Das Transportmittel hier in dem Resort, weil das so riesig ist, sind solche Golf-Caddies bzw. Buggies, nennen die hier. Und die kann man sich bequem bestellen und einfach von einem an den anderen Ort fahren. Da kommt man auch an dem größten Spa im Indischen Ozean vorbei, wurde mir gesagt. Das sieht einfach nur riesig aus. Ich hatte jetzt nicht die Zeit, so ein Spa zu nutzen, habe trotzdem mal einen kurzen Stopp gemacht an den Riesenschildkröten, denn die haben hier auch eine kleine Auffangstation, wo man die wunderschönen, einzigartigen Tiere bestaunen kann. Aber wisst ihr, was das Wichtigste ist? Essen. Und deswegen habe ich mir jetzt so eine kleine Cooking Class hier gebucht und ich werde jetzt ein Nationalgericht vorbereiten, und zwar Octopus Curry, Leute. Schaut euch das mal an, wie lecker das aussieht. Ich weiß gar nicht, was das hier für Zutaten alles sind. Ich werde gleich mal auf jeden Fall nachfragen. Das sieht auf jeden Fall super, super frisch aus. Das hier kenne ich, das ist Thymian und ich glaube Petersilie. Bisschen Onions, ich bin schon richtig im Englischen drin. Und hier sieht man auch noch grünes Chili. Und ich bin schon super, super gespannt, was wir hier zusammen zaubern werden. Already have one small octopus, already boy, just to cut and prepare. We have thyme, we have chopped parsley, we have onion, we have turmeric, we have curry powder. This one is a local curry powder. You will see there's already curry leaf inside, mix. And we have fresh chili. If not, we can also have the fresh chili chopped. And we have salt, pepper, and we also have eggplant. And we also use coconut milk. So, Jeanette, I think we are ready to prepare some delicious octopus curry. Thank you. I will make it so delicious that when you eat, we will come back for it again. I think so as well. Best ingredients. But when you are putting the garlic, it should not burn. Okay. So that's why me, I will steam it. Yes, how much slowly of this? Put one big. One big. This. No, no, not that. I love it. This big? Yeah, this okay. One is because the amount of octopus that we're going to.
sowas liebe ich ja, ne? Wenn man irgendwie mit dem richtigen Chefkoch hier unterwegs ist, dann kriegt man einfach so ein Gefühl und Gespür, welche Gewürze man benutzen muss. Wir haben hier ganz andere Gewürzmischungen als bei uns. Die benutzen hier viel Kurkuma, dann haben wir hier ganz viele Chili-Sorten und Curries, Ingwer mit Knoblauch. Also ich glaube, ich werde ein paar Sachen mir abgucken und zu Hause auf jeden Fall nachkochen, weil das schaut einfach nur unfassbar schön aus und riecht so toll. Ich wünschte, ich könnte Gerüche übertragen in dem Video, aber ich glaube, die Visuals machen es auch. Lass mal an. Ich würde sagen, wir lassen es uns jetzt schmecken. Thank you so much, Jeanette, for cooking with me and yeah, teaching me how to cook Seychelles national dishes. But when you go home, make sure you prepare it for your family. I will, for sure. But first I need to find all the ingredients at the market. And this is what we're going to do tomorrow. Wir gehen nämlich morgen auf den Viktoriamarkt und dort werden wir uns auf jeden Fall richtig tolle Spices einkaufen und dann werde ich das zu Hause auf jeden Fall nochmal nachkochen. Thank you so much. It was all a pleasure. The pleasure is mine. Thank you. Thank you so much. But if it's too spicy, you will need to eat a little bit of ice cream to refresh the mouth. Okay, well, I will try it on the side of you. So here's the then octopus. Then you tell me how it is. Okay. Give me your feedback. Oh. It's smelling really delicious. You feel the spice? I feel the spices, yeah. Mm-hmm. You feel the chili also? Mm-hmm. Not too spicy? Yeah, the chili is quite good. Okay. Mm-hmm. It's perfect. That's why we need to balance, because European people are not used to eating too much spice. Okay. Is so the curry already spicy? Like yes, hot? It's already a bit spicy. So when you put that chili, so that's why we need to balance it. That's why it's very good when you use fresh chili instead of the fresh one of cutting it. Because you don't have any management on it. But with the fresh one, you have a little bit of Balance, yeah, okay. Because I thought that the chili is like, oh wow, maybe we can put some more, but this is like, wow, so hot. See, if we put too much, it will be delicious, Leute, delicious. Okay Leute, kommen wir zu dem Highlight der Resort-Tour. Und zwar habe ich gerade hier einen Key bekommen. Und zwar öffnet der uns die Tore zu der Hillside Villa. Wenn man die Villa buchen möchte, kostet das ungefähr 2000 Euro pro Nacht. Mit Halbpension. Also Essen ist schon mit inklusive. Und ich mache jetzt mal eine kleine Tour durch dieses wunderschöne Schmuckstück hier. Es geht rein in den Wohnbereich, Leute. Echt mega schöner Stil. Ich liebe das mit diesem Türkis und Weiß und Holz. Sieht einfach nur traumhaft aus. Dann hat man hier riesige Schiebetüren, die man einfach zur Seite wegschieben kann und hat schon aus dem Wohnzimmerbereich so einen View. Aber ich meine, was soll man denn auf der Couch chillen, wenn man hier einfach ein unfassbar krankes Schlafzimmer hat mit Ausblick auf Pool und die Berge. Gibt es hier auch noch ein wunderschönes Badezimmer mit einer freistehenden Badewanne, auch unfassbar stylisch gemacht. Wir haben zwei Waschbecken, dann haben wir noch eine Duschkabine hier vorne. Tada! Ist das eine Duschkabine oder ist das Klo? Ah, das ist nur das Klo. Okay, wir haben hier das Klo. Falls man hier den Roomservice bestellen möchte, dann kann man hier auch nochmal auf dem Klo den Roomservice anrufen. Falls man mal Bock auf Sushi hat auf dem Pott, just saying. Ah, und hier sind die Duschkabinen. Achtung, Duschkabine 1, Indoor. Duschkabine 2, Outdoor. Wie heftig ist das bitte? Man duscht hier mitten im Regenwald. What? Ohne Spaß, Leute, haut mal in die Kommentare, ob ihr hier mal draußen duschen wollen würdet. Ey, ich find's so heftig, man fühlt sich ja wie Tarzan, aber im Luxusparadies.
vor allem, dass die Architektur mitten in die Natur integriert wurde, das ist einfach nur ein künstlerisches Meisterwerk der Architektur. Zu der Sonnenterrasse gibt's natürlich noch eine kleine Massageterrasse oder Massage-Bungalow. Und der befindet sich hier, meine Lieben. Ich will einfach nochmal bei euch bedanken, dass ich die Möglichkeit habe, für euch sowas zu reviewen. Also auch wenn ich jetzt nicht hier nächtige, sondern euch das einfach nur präsentieren kann. Das ist meine absolute Leidenschaft. Ich habe mir früher sowas immer auf YouTube reingezogen oder auf Discovery Channel. Und sowas jetzt hautnah erleben zu dürfen, das ist echt traumhaft. Deswegen danke ich euch vom ganzen Herzen, dass ihr meinen Kanal unterstützt und einfach auf meine Travel-Tipps vertraut und sie entgegennimmt. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen aus dem Resort. Das ist so riesengroß und hat so viele schöne Sachen zu bieten. Also gerade auch so an Aktivitäten wie Ziplining, Schnorchelkurse, Tauchgänge. All das kann man hier auf jeden Fall buchen. Mein absolutes Highlight ist aber diese wunderschöne Anlage bzw. Natur und die hauseigenen Strände, so kann man es sagen, die aber public sind. Das heißt, es können auch Locals kommen und hier nebenan auf dem Parkplatz wurde auch nochmal richtig hart gefeiert und sowas liebe ich ja, dass man einfach so solche Resorts so platziert, dass aber auch irgendwie Locals auch Zugang zu den Stränden haben und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in dem nächsten Video. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren und ich sag mal, bis später!